Willkommen zurück bei der Prüfung von Resident Evil Revelations 2. Wir haben im letzten Part herausgefunden, wie Marius überlebt hat. Also noch nicht komplett, aber der Anfang. Ja, der Anfang. Und zwar der nette Russe Evgeny hat sie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich finde nicht, dass man dich jetzt hasst, aber auf jeden Fall, er hat sie gerettet und jetzt müssen sie zusammen jagen und die Jagd geht weiter. Und Mario hat auch noch einen miesen Fehler gemacht und zwar hat sie auf Versehen die ganzen Gegner hingelockt, aber haben wir zum Glück im letzten Part beseitigt. Jetzt musst du halt wieder nach Schuss suchen, da werden bestimmt Kisten sein bei dir oben. Oder, nee, ich glaube, ich bekomme wieder komplett neue Schuss. Ja, das wäre natürlich auch gut. Nee, weil wo wir den ersten Teil gespielt haben, hatte ich wenig Schuss. Und dann hatte ich beim nächsten Teil wieder. Erinnerst du dich noch an das Dorf? Ja. Da war der eine Bosskampf. Es begann, das Wild auf der Insel zu dezimieren. Nicht gut für unsere in der Scheiße stecken Einstufung. Jetzt kommen die Unsicherheit. Also jetzt erfährt man quasi, wie jetzt die neuen. Diese komischen Rennviecher da, gell? Die kommen jetzt. Weil die jetzt erst neu sind. Ja, du hast tatsächlich 9 Schuss. Du hast 50 Schuss. Lad mal nach, wenn du kannst halt. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wenn du jetzt kommen die wahren Gegner. Triff mich bei dem Hang zum Wald. Ich beobachte Situation von oben. Sei vorsichtig, Kroschka. Ja, was bedeutet eigentlich Kroschka? Ich bin nicht der Russe hier. Ich ja auch nicht, ich bin eigentlich komplett Deutscher. Warte, ich weiß jetzt nicht, ob du... Ich würde ihn gar nicht erst anschießen. Ich würde ihn nicht anschießen. Aber wenn ich jetzt von dem gesehen werde... Jetzt warte, wenn ich jetzt gesehen werde... Lass doch nach erstmal. Ja, du weißt doch gar nicht, wo die Schwachstelle ist. Macht keinen Sinn, jetzt die anzuschießen. Wenn ich jetzt erwischt werde, müssen wir weiter rennen. Also renn du schon mal weiter voraus. Du kannst mir da sowieso nicht weiterhelfen. Vor allem, wie soll ich bitte jagen? Wenn ich schieße, hören die das. Das ist eigentlich gute Position, so mäßig hier. Okay, im ersten bin ich gleich schon mal vorbeigekommen. Wäre schön, wenn es nur einer wäre. Vor allem, ich kann halt nicht die Map sehen. Oder du kannst schon, aber... Ja, die Map bringt jetzt auch nicht wirklich viel was. Nee, es geht halt ums Prinzip. Ja, hier sind halt so Boxen. So weit war ich noch nie. Nein! Bleib stehen, du dummer Hase. Okay, die haben dich nicht bemerkt. Hä? Die haben dich nicht bemerkt. Ja. Das war verdammt dumm. Warum ein Hase ist einfach 3 Insekten? Ja. Irgendwie klingt's komisch, aber... Well? Nee, weißt du, die Insekten sind leckerer. Da läuft einfach einer rum. Hab Junge. Ich gesehen. Ah, das wäre ein Loch gewesen für Moira. Natalia. Jetzt warte mal kurz. Lass mal weitergehen, oder? Ah, ich werd fast erwischt. Wo bist du denn eigentlich? Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung, du musst doch aber auch irgendwie zum Tor. Ja, nee, ich muss die Jagd beenden. Was ist denn jetzt los? Geht's Ihnen schlechter? Brauchen Sie Wasser? Sparwasser für Waschen aus deinen Mund mit Seife. Was soll das denn jetzt? Warum ist der jetzt so böse? Also ich schaue nur. Ich schieße nicht. Ey, weh, du schießt ihn an. Ich schieße schon nicht. Ich schaue nur. Also ich meine, es ist nicht direkt verkackt, aber dann muss ich halt sowas von Usain Bolt da zum Tor sprinten. Nee, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, dort im Eingang ist einer. Also ja, gesagt Ausgang. Ich weiß halt nicht, wie ich hier wirklich jagen soll, wenn er die alle... Soll ich mal die Jagd einfach beenden, oder? Ich weiß, reichen 4? Das Ding... Ja, ich guck halt nochmal, ich kann auch einfach rennen. Aber das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob man hier überhaupt noch Hasen jagen kann. Ob die... Wie soll ich die jagen? Wenn hier überall so Monster. Ja, ich würde sagen, beenden. Ja, ciao. Aber der hat mich nicht gesehen. Soll ich hier in der letzten Sekunde schießen? Nein, Alter, bloß nicht. Okay, das sollte uns absichern. Gehen wir zurück.
Ja, okay, das hat gereicht. Jetzt weiß ich nichts mehr. Eine Liste der Inselbewohner, die in der Mine zu Testobjekten gemacht wurden. Als der alte Mann sie sah, wurde er kreidebleich im Gesicht. Irena, flüsterte er. Es war einer der Namen auf der Liste. Später erfuhr ich, dass Irena seine vermisste Tochter war. Wow. Traurig. Aber wahrscheinlich bleibt er dort wegen ihr, weil sie gestorben ist dort. Ja, oder weil es vielleicht einfach, weil er vielleicht da aufgewachsen ist und das war. Oder das sagt er doch im Hauptspiel sogar, dass es seine Heim, dass es sein Heimatding ist. Aber vielleicht, da steht ja nur die Vermissten und nicht die Totenliste. Ja, aber da wurde experimentiert, also kannst du dir gut vorstellen, dass sie tot ist. Okay, jetzt. Ich weiß jetzt absolut nicht, was jetzt kommt. Okay. Also Konzentration jetzt, ne? Es kann jetzt sein, ich glaube, ich habe irgendwas gesehen von den Ouroboros-Viechern, aber ich kann auch sein, dass ich mich täusche. Deswegen wäre es halt gut, wenn man halt nicht zwei Flaschen einfach rumgeworfen hätte. Ja, das ist die Stelle. Ich nahm sie nicht übel. Kennst du die noch? Aus Barrys Episode 3, wo dann die Ouroboros. Und nachsichtiger sein sollen. Es war bizarr, dass ich Irinas Namen kannte, aber der alte Mann mir seinen nicht geben wollte. Ich glaube, er hatte Angst. Angst davor, noch jemanden zu verlieren. Also tat ich ihm einen Gefallen und verriet meinen Namen nicht. Groschka war gut genug. Aber tief im Inneren wollte ich, dass er mich fragt. Ich glaubte nicht, dass wir seine Tochter finden würden. Aber es tat weh, dass er so sehr allein sein wollte. Okay. Finden wir raus, was Irina passiert ist, ja? Hauptsache die epische. Warte! Schalten wir sie aus. Wir müssen einfach mal rumprobieren hier bei denen. Noch 7 Stück. Pass auf. Ja, hier ist einer. Okay. Sehr gut. Links. Hier. Echt? Hey, wieso. Wieso ist hier Sturmgewehr? Wir haben nicht mal ein Sturmgewehr. Okay. So. Direkt getroffen, sehr gut, noch 5. Also du bist es. Ja. Wo sind die? Okay, nee, der löst sich gerade auf. Hier sind 3! Aber ich muss nachladen. Ja, ich auch. Einer ist tot, okay, der. Andere Bein. Okay, noch 2. Wahrscheinlich jetzt der Riesenviecher oder sowas ähnliches. Nein, das sind immer nur die. Hä? Kopf. Ja, Kopf. Wo ist der letzte? Ah, nachladen. Ja, lad schnell nach. Es kommt noch einer. Ja! Ja! Ihr Sniper ist effektiv gegen die. Ah, der schützt. Ja, der schützt. Okay, ich dachte schon kurz, er wäre tot. Ja. Pass auf, renn, der, geht er weg, geht er weg! Ah ne, der geht auf mich, okay, er ist tot. Okay, das war's. Vorerst. Das Ganze geht hier wahrscheinlich noch weiter. Jetzt kommen wieder Gegnerwellen. Okay, Gegnerwellen wieder, alles klar. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin direkt runtergesprungen. Wir gehen nicht, ehe wir wissen, was mit Irina passiert ist. Das ist eine Idee. Warum schießt du denn mit Sniper drauf? Ich möchte keine andere Waffe haben. Ja, still, ich kann die auch anleuchten. Also, wenn es denen mal was machen würde. Hallo! Okay, scheiß drauf. Eigentlich stimmt, du hast die Brechstange. Mhm. Auch cool, dass sie die noch hat. Ja, weil sie hat ja nicht wirklich was verloren, sondern ist nur ohnmächtig geworden, oder? Ja. Ah, ne, der ist schon tot. Das war klug. Ach, du Kacke, hat der mich gerade erschrocken. Das war eigentlich so klar. Okay, jede. Voll Mobbing. Jede Leiche steht auf. Warte, schlag du mal das kaputt. Vielleicht findest du da Gewehrmunition drin oder sowas. Ne, aber eine explosive Flasche. Werf die ja nicht nochmal einfach so rum.
für die, wo den letzten Part gesehen haben, wissen, dass er zwei Flaschen einfach so rumgeworfen hat. Aber das war nicht der übelste Gegner. Ja, du hast es auf nix geschmissen. Du hast es ja auf gar nichts geschmissen. Das ist, du wolltest eine Box kaputt machen, hast es dann auf einmal kaputt gemacht. Warte. Oh nein, der greift dich sonst. Da ist noch einer. Boah, wie weit man immer fliegt, wenn man gerettet wird von seinem Kollegen. Einfach okay. Auf die Stelle. Ja. Ich meine, du hast ja noch viel Schuss, aber ich meine halt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier noch geht. Oder ob jetzt, wahrscheinlich kommen noch Ouroboros-Viecher, ne? Ja, schätze schon. Ah, hier. Ach, weich doch aus, Moira! Ah, okay, den kann man treten. Ja, der ist tot. Noch 24, ja, hier sind noch mehr Kisten. Okay. Ich dachte gerade, da liegt Kraut, aber nee, warum sollten die so herzlich sein? Okay, du hast zwei Kraut, ich habe ein Kraut. Ja, das ist halt sehr schlecht gerade. Und ich weiß noch nicht, wie lange das hier noch alles geht. Der lebt. Nee, doch nicht. Wo ist der? Drin ist einer. Okay. Noch. Okay, ich habe beide Double Kill gemacht. Zwei auf einen Streich. Sehr gut, danke für die Trophäe. Bitte. Hey, doch auf meiner. Achso, auch bei dir. Wir haben die beide bekommen. Und zwar hatte. Ah! Ich komme hier nicht durch. Wobei ist die Brandflasche? Ich habe eine Brandflasche gesehen. Hier. Magnum? Warum finde ich so viel Schuss? Ich habe wieder zwei auf einen Streich gemacht. Sehr gut. Weil ich finde so viel Schuss, wo ich die Waffen gar nicht habe. Alter. Ja, nochmal eine Brandflasche. Okay. Ich weiß, für was die wichtig sein wird. Du wahrscheinlich auch. Nein. Ach so. Doch, na klar. Ouroboros. Was denn auch sonst? Ich vergesse ganz Zeit, dass die eine Schwäche dafür haben. Hm? Ich vergesse ganz Zeit, dass die eine Schwäche dafür haben. Hm, ja, ja. Hatten sie ja schon im Fünfer. Warte mal, hier geht's auch? Ne, hier geht's nicht weiter. Okay, noch 16. Wo sind die jetzt alle? Au! Okay. Ich glaube, es kommen gleich noch große. Tach. Was ist das, Alter? Okay, der ist auch tot. Guck halt auch auf die Zahl da oben. Dann siehst du auch, ob ja, die tot sind oder nicht. Ich weiß schon. Da wollte ich gerade attackieren. Okay. Mit zwei Schlägen sind die einfach schon tot. Ach du Kacke, sind da jetzt gerade viele. Guck, ob hinter dir auch welche kommen vielleicht. Nur mal so fürs Worst Case Szenario. Okay, der eine gerade eben hat doch gelebt. Ja, okay, habe ich auch das Quick Time Event gesehen, hab dann einfach jemanden geschlagen. Ah da. Ja, warte. Okay, da oben unten war gerade auch noch einer. Noch vier. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich noch so große. Warte, den mach. Was? Okay, ist der letzte ist ein großer. Der letzte. Nein, der ist hier unten. Ah nee, es lebt noch. Okay. Was kommt jetzt? Oh, ich dachte schon, diese Flagge hier wäre ein Gegner. Lol, wenn die da so hochklären, kannst du ihn einfach schlagen. Die sind alle tot. Ja, das geht auf jeden Fall noch weiter. Ja. Lad nach. Lad deine Sniper nach. Gehen wir weiter. Hä? Wo geht's jetzt hier weiter? Wie geht's jetzt hier weiter? Da liegt ein Kraut drin, ne? Wie kommt man da rein? Wir müssen auf die andere Seite. Okay. Warte, hier liegt doch das Kraut drin, ne? Nee, da. Nein? Wir müssen mal da sein. Guckst du mal auf meine Kamera? Ich dachte so. Was machst du denn? Nimm doch das Kraut mit. Du kannst nehmen. Ja, warum? Ich habe zwei, du hast nur eins. Jetzt komm hier schnell rein. Alter Rasputin, ey. Warte, okay. Aha! Lass mich los, du Dreckskerl! Das sind voll viele! Ja. Welcher Fuß ist das? Da ist doch ein großer Papier.
Heil dich. Ja, da oben schießt so ein großer. Ja, renn doch weg. Oh, jetzt bin ich reingelaufen. Oh Mann, geh doch weg, du Scheißkotze. Okay, hab den. Vor dir. Oder hier. Kopf. Es ist der Kopf. Ich muss nachladen. Gut. Ich habe fast keinen Schuss mehr. Ich habe nur 2 Schuss nur noch. Brandgranate, Brandflasche. Ja. Ja, ist egal, ist dasselbe. Nee, das ist halt hier ist noch mal einer. Jetzt ist egal, wie es jetzt heißt. Jetzt schießt er drauf. Okay, gut. Da hinten? Ja. Warte, beschütze mich so lange. Ich deck dich, ja. Okay, hab den. Warte, ich geb dir das schnell. Ich schau so lang um. Ich hoffe, es kommt keine von oben. Wahrscheinlich schon. Noch 9. Warte, ich brauche unbedingt Schuss, deswegen muss ich da jetzt schnell hier hinrennen. Was machst du denn? Ich hab wohl geschaut. Ja, aber wieso? Was ich habe? Wie ja, viel? Explosive und Brand. Ich meine, ich möchte sagen, wie viele. Also, das ist wahrscheinlich auch einer drin. Ne? Oh. Alter, es gibt's doch nicht! Ich bin dran gewöhnt, 2 Knöpfe gleichzeitig zurück, um zu schlagen. Oh, meine Fresse. Ja, zum Glück habe ich noch 3 Brand verlassen oder so. Oh, Raketenwerfer. Ich kann nicht nehmen. Hm. Warum darf ich nur die Sniper? Okay, ich hätte fast wieder gemacht. Geworfen. Ja, weil ich jetzt auch meine Waffe hier fallen gelassen habe. Ja, ich kann nicht. Ja, egal, die ist eh fast leer. Kommst du mit? Ja, ich kann so oder so nicht. Die müssen halt auf irgendeinen großen. Ja, da kannst du auch raus. Ach so, dann gehe ich schnell hier. Einfach mal näher. Warte, ich gehe noch nicht ohne dich, Alter. Du fies es. Ich glaube, es kommt jetzt gerade kein Gegner, weil wir weiter. Weil die weiter jetzt vorne kommen sie. Das Gebäude sieht vielversprechend aus. Ob da was drin ist? Vielleicht. Aber wir müssen uns erst um Ungeheuer kümmern. Okay, aha. Sehen wir es uns später an. Okay, wo kommen die jetzt, die Ungeheuer? Ich höre sie, kommst du bitte raus? Ja, ich muss die Sache einsammeln. Kümmerst du dich kurz um den? Du hast einfach 12 Shotgun-Schuss gehabt. Warte kurz, ich mach das. Okay, mal nicht. Oh! Der ist ja von mir runtergesprungen. Nachladen. Ja. Stirb doch jetzt! Du geh auf mich. Ja, und ziemlich. Okay, er ist tot. Ne, hä, wie lebt er denn noch? Da oben ist einer, ich kümmere mich um den. Ja, genau, nimm den einfachen. Danke. Nimm den einfachen. Ja, weil der die ganze Zeit kotzt. Darum? Oh mein Gott, zum Glück habe ich es gerade nicht geworfen. Alter, ich wollte gerade meine Brandding werfen. Aber zum Glück muss man auch noch R2 drücken und das mache ich meist nicht. Aber wir haben, jeder von uns hat noch 2 Kräuter. Aber diese Gegner mit den Tentakeln haben eben noch eine One-Hit-Attacke. Muss nachladen. Ja, mach das schnell. Komm, hier war mal hier eine Waffe. Ja. Guten Morgen. Weißt du, die sind mir lieber als die großen, so ganz ernsthaft. Ah, da. Ich glaube, es ist der Kopf. Nein. Oh, was? Großer! Verbrenn! Da kommt noch ein zweiter. Ja, der läuft auch gerade in die Scheiße rein. So, jetzt ist da kein zweiter mehr. Okay, oben ist einer. Was aber, der kommt gerade zu dir! Der hat eine One-Hit-Attacke, hast du mich vorher nicht gehört? Und das war die! Oh. Hätte die dich jetzt gerade. Oder irgendeine. Und die sieht genauso aus irgendwie mit so einem Tentakel.
Hätte ich dich erwischt, Bro, wir werden. Ah, das sind eh nur noch die zwei. Beide gekillt damit. Oh, heilige Scheiße. Jetzt habe ich halt leider keine Pistole mehr. Vielleicht kann ich es mir noch holen. Ernsthaft? Hey! Schauen Sie sich das an! Ich glaube, er ist von Irina. Der Brief. Achso, ja. Ja, ja, alles gut, Katzen. Ohne ein Wort las der alte Mann die letzten Worte seiner Tochter. Ja. Ich sah, wie er der Realität ins Auge sah und dachte, ich kann das meinem Dad nicht antun. Ich kann hier nicht sterben. Wenn er überfürsorglich sein will, bitte. Lieber das, als dass er sich den Rest seines Lebens wünscht, er hätte mich besser beschützt. Und was den alten Mann anging, er und ich waren am Ende unserer Reise. So endet es also. Boah. Cooler DLC. Und auch trauriges Ende. Leider. Was? Leider trauriges Ende. Ja. Man wusste ja schon, dass er stirbt. Nicht total lustlos. Und vor allem, wir sind nicht einmal gestorben. Ja, bist du etwa gestorben mal dort? Ja, also der eine Tod war halt, dass die Zeit ausgelaufen ist bei dem dritten jetzt quasi. Ach so. Weil ich dachte, ich muss zurücklaufen, aber nee, ich muss einfach weiterlaufen. Wow, 40 Minuten. Mhm. Eigentlich eine ganz okay Zeit für ein DLC. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. 84%. Ja, du hattest eine Best Sniper halt. Ja, ja. Aber dafür hat es Waffen. Ja, du hattest echt nur eine Waffe, gell? Ja. Aber das war auch total Schwachsinn, dass dann nur ich die eine Schrotflinte noch nehmen konnte. Das ist, ich glaube, es ist so, der erste Spieler besitzt mehr Waffen. Ja. Und ich glaube, du hättest die eine aus dem ersten Ding, aber ich wusste nicht, dass man da noch so eine Schrotflinte findet. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Den anderen DLC fühlen wir auch noch. Ja. Also da geht es jetzt nicht eher um die, also hier ging es ja eher um Jagen und Schießen. In dem anderen geht es eher um Überleben und Sneaken. Ja. Also man muss da richtig langsam sein und ja. Also ich fand den anderen sogar schwieriger, aber das liegt halt einfach daran, man muss halt auch wieder die Karten sind Charaktere wechseln und das ist halt dumm. Aber wenn man halt zu zweit spielt, dann kann man vielleicht besser absprechen oder so. Ja. Aber wir werden ja sehen, wie das ausgeht, ob wir es durchspielen oder nicht. Ich würde aber schon sagen, wir spielen es auf jeden Fall durch wahrscheinlich. Ja. Wir werden ja mal sehen, wenn nicht, auch egal. Immerhin haben wir das durchgespielt. Also ja, dann sehen wir uns im nächsten Part und ciao. Ciao.